Das Vierte Reich, das wird oft vergessen, war das Osmanische Reich, das zusammenbrach. Das türkische Weltreich. In wenigen Monaten befand sich die gesamte Welt im Kriegszustand. 40 Länder, über 40 Millionen Menschen unter Waffen. Von Europa, Amerika, über Australien, Asien und Afrika. Denn der Krieg wurde auch in den Kolonien geführt. Schuld waren die Bündnissysteme. Die Österreicher waren mit dem Deutschen Reich verbündet. Das Deutsche Reich sagte Hilfe zu und überfiel als erstes Frankreich, über das neutrale Belgien. Daraufhin trat England in den Krieg ein. Serbien war mit Russland verknüpft, wie Frankreich. Und es kam zum Zwei-Fronten-Krieg. Italien, im Dreibunde mit Österreich und Deutschland, erklärte sich im ersten Moment neutral. Denn der Dreibunde war als Verteidigungspakt gedacht. In Österreich war man überzeugt, dass dieser Krieg keine 14 Tage dauern wird. Das winzige Serbien gegen Österreich, das älteste Kaiserreich in Europa. Das sollte keine große Sache sein, Serbien in die Knie zu zwingen. Diese Überzeugungen ziehen sich auch durch die Zeitungslandschaft Tirols. Der Autor des Buches »Kämpfen für das Heiligste«, Peppi Feichtinger, über einen der fleißigsten Kriegstreiber, über den Pfarrer von Tirol, Rheinmichel. Hinter dem Pseudonym Rheinmichel verbirgt sich der Priester Sebastian Rieger, der aus Defrecken in Osttirol stammt. Er war zuerst Kooperator an verschiedenen Orten. Von 1898 bis 1918 redigierte er den Tiroler Volksboten,